Hey, Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. I'm ready to play. Mach das. So, ja, ja, Wegpunkte. Irgendwie ging das mit Escape, ne? Und dann irgendwie... russischer Laden. Naja, egal. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, sollten wir jetzt Michelle mal anrufen? Machen wir das einfach mal. Hey, Michelle, it's Nico, Roman's cousin. Oh, hi. How's it going? Good. Now, I was wondering if you wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That could be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place, whenever? Fahren wir zu Michelle, wir brauchen da irgendwie keinen Wegpunkt oder so, da finden wir sie ja schon irgendwie wieder hin. Hauptsache, er schreibt uns gerade eine Nachricht und... naja, egal. Okay. Zeit Freunde finden, bla bla, Freunde kennenlernen, verschiedene Sachen unternehmen können, zum Beispiel mit denen essen zu gehen. Etwas spielen oder ein Kabarett oder eine Komika ansehen. Na, sehr schön. So, wieder mal Ladebildschirm. Mal abwarten. Ja, das ist halt eher was für Männer. Sollte man vielleicht mit der Freundin oder so nicht hingehen, sondern eher bei so einem Junggesellenabschied oder so irgendwas. Aha, aha, schick, schick. Ja, von der Sorte brauchen wir einige. Okay. Sehr interessant. Und wieder Ladebildschirm. Coming. Who is it? Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? You look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great!
Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo. Tja, die Kleine nicht so erfreut davon. Aber warum nicht? So ein Vergnügungspark ist ja auch ganz nett. So, Michelle, what do you like to do? What do you like to do? Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you, though. See the places you hang out. Yeah, maybe another time. Da haben wir dann mal eine Schweigepause. Okay. So, dann fahren wir mal zum Jahrmarkt. Ja, ja, Ruhe bewahren hier. Nico, the carnival isn't open. I think they're gonna turn it into a big Las Venturas-style theme park. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few frames? Sure. Na, klasse. Like fun. Get out of the way. Hello. Gehen wir halt da mal hin. Thanks for taking me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere... Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. Vielleicht, ja. So, dann gehen wir hier mal rein, ein bisschen laufen, aber sonst... kommen wir da nie an. Ja, sieht nach nach Bowling aus. Dann gehen wir da mal rein. So. Ah, I see a bowler before me. Go ahead, choose a lane. Ja, dann suchen wir uns mal eine leere Bahn aus. Wir nehmen die hier. Und da spielen wir gleich mal eine Runde. Linke Maustaste. Naja. Watch this. Watch this. Mal schauen, na? Nein. Oh Mann. Der eine wäre fast umgefallen. Ja, das könnte sie hinbekommen. Mal gucken. Hm, ja. Wow, was für eine Freude. Die steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ja. Ah, könnte klappen. Ja, cool. Oh, du kannst ja nicht gegen eine Frau gewinnen, das geht ja nicht. Mal schauen, ob die das auch hinbringt. Oh Mann. Das war knapp. Das war etwas knapp. Ja, das war etwas zu langsam. Hm, blöd. Genau, zwei links und einer rechts. Ah,
Ah ja, du bist sehr gut darin. Mach schon. Nee, das geht sicher mitten durch. Ja, klar. Na, sind alle Bahnen besetzt hier. Das sieht gut aus. Na, wieder nichts. Na, die nehmen uns hier nicht besetzt. Der da hinten hat ganz schöne Freude damit. Er motiviert sie. Was hat er eben gesagt? So ein Mist. Mal gucken. Na, ah, das könnte hinhauen. Oh Mist. Ah, fast. Das war echt knapp. So, dann haben wir noch eine Runde. Nicht schlecht. Na klasse. Geht ganz in die falsche Richtung. Naja, was soll's. Damit ist sie gewinnen. Wenn sie jetzt zum Beispiel Strike oder so macht, dann... Ah, oder... Na, bringt sie ja nur 10, oder? Na, keine Ahnung. Was, 54 Punkte? Naja. Oh. Ja, es hat gewonnen. Du hast das Spiel verloren. Oh. Ist ja nicht schlimm, oder? So. Tolles Date, dann gehen wir wieder nach Hause. Tschüss, mach's gut. Don't know many people here in Liberty City. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Wow, was für ein tolles Gespräch. So, dann gehen wir noch zu unserem Auto, wo auch immer das sein soll. Hier, achso, hier sind wir ja schon. Gut, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao.